Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Figure Friday Unboxing. Ich habe heute für euch eine sehr, sehr schöne Figur im Gepäck. Und zwar ist es aus dem Anime oder auch aus dem Spiel Nekopara, die süße Vanilla. Die wurde von der Pop-Up Parade, das ist so eine Untergruppe von der Good Smile Company, entwickelt und veröffentlicht. Und ich habe auch bereits schon ihr Pendant Chocolat unboxed. Das Video zeige ich euch einfach im Anhang. Und ja, ich kann es kaum erwarten, endlich mal Vanilla zu unboxen. Ich hoffe, ihr seht alles sehr gut, weil die Box sehr reflektierend ist. Und ja, ich würde sagen, wir befreien sie jetzt gleich auch direkt aus ihrer Box. Und da habe ich hier wieder meinen super tollen Cutter. Dann gucken wir doch mal, wo hier überall Stellen sind zum Cutten. Einmal hier auf jeden Fall. Und ich guck mal, auf jeden Fall auch einmal hier. Auch ja, hier hinten. Cuttermesser sind irgendwie besser als Scheren, habe ich festgestellt, weil das etwas präziser natürlich auch öffnet. Man muss dann halt mal aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Ne? So, dann gucken wir mal, ist hier noch, ja, hier ist auch noch. Irgendwo? Ah, hier oben. Aha. Gut, das sollte aber jetzt, denke ich mal, gehen. Ja. Huch. Da kommt sie auch schon direkt rausgeflogen. Ja. Da haben wir die süße Vanilla. Leider steht es nicht auf dem Herzchen drauf. Häufig haben die da nämlich wie so ein Name-Tag im Café. Café das Sol oder Le Soleil, irgendwie so. Ich weiß es aber nicht mehr. Ah, Kamera, komm schon, fokussiere. Ich finde das auch sehr süß. Sie hat auch so Katzen-Overknees und alles ist so in diesen kühleren Tönen gehalten mit dem Blau und ja, dieser vanillafarbenen Haarfarbe. Obwohl hier sind so kleine Rosatöne zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut in der Kamera erkennt, aber es ist so ein bisschen halt das Blonde, aber noch so leichte rosa Streifen. Ja, und sie macht dann halt auch dieses Katzengesicht. Also was heißt Katzengesicht? Sie hat natürlich diese süßen Katzenohren und hat die Hand wie so ein Kätzchen. Und hier haben wir auch einmal ihr Katzenschwänzchen. Rockfilm, weil das gehört sich nicht. So. Na, die Kamera hat es aber heute. Ja, und sie ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also für eine Figur der, ich sag mal, mittleren bis niedrigeren Preisklasse ist sie ganz schön gut gelungen. Wir gucken uns einmal die Base an. Soweit ich weiß, ist sie relativ unspektakulär. Was aber nicht schlimm ist, denn auch schlichte Bases finde ich vollkommen in Ordnung. Das hat halt dieses leicht milchige, nicht ganz reflektierende. Ist aber auch vollkommen okay, finde ich. Aber mich irritiert gerade, dass es
drei Öffnungen hat. Aber ich gucke mir gerade Vanillas Fuß an. Da hat ein Fuß halt zwei Öffnungen oder zwei Keile für die Öffnung. Und ich finde, die passen hier immer super gut wie angegossen rein. Also da muss ich auch sagen, das ist wirklich gut konstruiert. Und ja, da haben wir auch schon die super süße Vanille. Und ja, ich finde, also die ist wirklich sehr gut gelungen. Ich guck mal, ob ich vielleicht auch noch die anderen Catpanions oder Nicopanions oder wie sie sich nennen, finde. Denn das Design von denen ist wirklich super, super süß. Also Vanilla und Chocola sind, soweit ich weiß, die Origin-Figuren, die zwei, die es zuerst gab. Und ja, danach kam dann immer mehr dazu. Und ja, eine ist süßer als die andere. Deswegen muss ich mich da mal hinterklemmen und gucken, wo ich die anderen vier noch herkriege. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.